Dominik von How to be a Filmmaker und heute geht es mal darum, wie schafft man es eigentlich vom Tonassistent zum Kameramann? Viel Spaß dabei! Wie man hier schon am Hintergrund erkennen kann, wir sind mal nicht in Berlin, sondern sozusagen auf einem Kurzurlaub in Polen, in Kolberg. Okay, einmal möchte ich doch ganz kurz mal mit dieser Aussicht angeben. Das ist wirklich, wirklich geil. Also ich kann es euch immer wieder nur empfehlen, nehmt euch mal Auszeiten. Ich weiß, dieser Job, den wir haben und diese Leidenschaft, die wir haben, nimmt natürlich ganz, ganz viel Zeit in Anspruch. Aber man sollte auch immer wieder mal eine Pause einlegen und solche Orte finde ich dafür prädestiniert. Okay, zurück zum eigentlichen Thema. Boah, ich hoffe, ich muss jetzt nicht zu sehr die Augen zukneifen. Mir wurde letztens die Frage gestellt, ich habe es halt vollkommen vergessen, nochmal ein Video darüber zu machen. Deswegen dachte ich mir, okay, diese kurze Zeit im Urlaub, die muss ich jetzt dafür nutzen, um euch das Video aufzunehmen. Nämlich, mir wurde die Frage gestellt zu einem der letzten Videos, es waren ja zwei Fragen. Das war zum einen, ob das klassische EB-Team heute überhaupt tot ist. Und die zweite Frage war, wie man es denn schafft, vom Tonassistent zum Kameramann. Und an der Stelle muss ich als allererstes mal einräumen, dass der Tonassistent eigentlich ein ganz eigenständiger Beruf ist. Das heißt also, es gibt, der Tonassistent und der Kameramann sind immer ein Team. Und das sage ich auch immer wieder in den Videos, das ist so immens wichtig, weil ich merke es immer wieder, wenn ich Top-Tonassistenten habe, fällt mir natürlich die Arbeit weit, weit leichter. Denn der Tonassistent, der ist ja nicht nur für den Ton zuständig, sondern er assistiert dem Kameramann. Das heißt also, er weist mich auf Fehler hin, er guckt ja auch nochmal mit drauf und in 90% der Fälle, möchte ich mal behaupten, sind die Tonassistenten eigentlich auch Kameraleute. Und ich habe zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Tonassistenten, mit dem arbeite ich super viel zusammen. Der Mann ist auch, keine Ahnung, gefühlt 10 Jahre älter als ich, der auch selber Kameras hat, Kameras vermietet und ich ja sowohl Tonequipment mal bei ihm ausleihe, wenn ich ihn jetzt nicht selber buche, sondern auch mal für andere Tonequipment bei ihm leihe, aber auch eine Kamera bei ihm leihe. Und ich dann irgendwann mal gesagt habe, sag mal, wieso, wenn du selber so eine Kamera hast, er hat eine FS5, meinte ich mal so, sag mal, wieso machst du denn das nicht selber? Also wieso arbeitest du nicht als Kameramann? Ja, gelegentlich mache ich das auch. Also mittlerweile buche ich ihn auch immer wieder mal für gewisse Geschichten. Aber er hat ganz einfach mal gesagt, er hat keine Lust auf diese Verantwortung. Und das ist eigentlich auch der Punkt, wo ich gleich mal dazu sagen muss. Also nochmal, wir haben zwei komplett unterschiedliche Berufsbilder. Und der Kameramann hat in Anführungszeichen einfach etwas mehr Verantwortung. Das heißt, du hast ja klar einmal das Bild. Du arbeitest ja noch ganz eng mit dem Redakteur dann oft zusammen. Und zum anderen, du überprüfst ja auch trotzdem immer noch, ob der Ton da ist. Das heißt also, du hörst ihn meistens nicht selber, weil der Tonassistent den drauf hat. Aber du siehst ja an deinen Ausschlägen immer noch, ist dein Ton da. Und den Punkt musst du mit dem Blick behalten, weil das kriegt er vielleicht hinten gar nicht mit. Der hört was, aber ob es auf der Kamera ankommt, das siehst nur du als Kameramann. Das heißt also, ich sag mal, der Aufgabenbereich oder der Verantwortungsbereich des Kameramanns ist ein Müh. Ein Mühe höher als der des Tonassistenten, wobei man den Tonassistenten niemals, aber auch wirklich niemals niedriger setzen darf. Und andersrum, viele Tonassistenten sind auch wirklich Toningenieure. Das heißt, sie haben ganz oft noch ein Tonstudio, was sie betreiben oder sind wirklich beim Film, da ist es ja nicht mehr der Tonassistent, sondern der Tonmeister. Und da ist es schon wieder ein ganz, ganz anderer Aufgabenbereich, den du dort hast, als jetzt bei einem klassischen EB-Team. So, jetzt aber mal wieder auf das EB-Team zurückzukommen. Wie kannst du es denn jetzt schaffen? Denn ganz, ganz viele, die jetzt eine Ausbildung als Mediengestalter Bild und Ton machen, werden bei den Betrieben erstmal als Tonassistenten eingesetzt. Wie kannst du es denn jetzt schaffen vom Tonassistent zum Kameramann? Also ich habe es jetzt in verschiedenen Geschichten erlebt. Ich kann euch immer meine eigene einmal sagen. Mich hat dieser Bereich nie so richtig interessiert. Ich habe das alles mal mit damals im Studium gelernt. Kann es in Anführungszeichen bis heute auch noch. Das heißt, es kommt mir manchmal zugute, wenn man ein technischer Fehler ist, dass ich mich sozusagen in die Diskussion mit einklinken kann, um diesen Fehler zu finden. Aber es hatte mir persönlich nie Spaß gemacht. Ich bin, sagen wir es mal extrem, ich bin manchmal eine Rampensau. Das heißt also, ich wollte für mich persönlich selber immer so im Mittelpunkt stehen und ich wollte diese tragende Rolle des Kameramanns sein. Das heißt also, ich bin deswegen damals so schnell in die Position des Kameramanns gekommen, ganz einfach, weil ich, okay,
Eier, ist jetzt ein bisschen extrem gesagt, aber ich habe einfach in Anführungszeichen diesen Mut gehabt, auch Fehler zu machen. Und bin dadurch sehr, sehr schnell an erste Kamerajobs gekommen, habe auch meine Fehler gemacht und musste aus all diesen Fehlern lernen. Ich musste auch für jeden Fehler gerade stehen, das muss ich ja bis heute noch. Und dadurch bin ich aber sehr, sehr schnell an die Kamera herangekommen. Und das ist auch der Punkt, wo ich jedem dann empfehlen kann, der jetzt als Beispiel gerade seine Ausbildung als mediengestalter Bild und Ton macht und nachher wirklich als Kameramann arbeiten möchte, dass er wirklich einfach den Mut besitzt, zu sagen, ich möchte die Kamera machen. Weil wenn du fragst, kommst du auch weiter. Und das ist der Punkt, einfach auch wirklich mal zu sagen, entweder A, du machst dich selbstständig und bietest dich auch wirklich nur als Kameramann an, das war ja der Punkt bei mir, oder du sagst wirklich einfach, ich möchte das machen. Das heißt, du gehst zu deinem Kameramann hin und ich mache das auch sehr, sehr gerne und sehr oft, wenn ich als Beispiel bei ein paar von meinen Produktionsfirmen Auszubildende als Tonassistenten dabei habe und ich merke, ey, der kann auch mehr, dass ich sage, okay, wenn ich weiß, ich habe das Wichtige für mich im Kasten, das heißt, ich habe meinen Kunden also das geliefert, was er bestellt hat, dann sage ich, komm, nimm eine Kamera, mach selber ein paar Aufnahmen. Und das ist im Großen und Ganzen meistens immer ganz gut verlaufen. Ich sage es dem Kunden auch meistens auf dem Rohmaterial an, so, jetzt dreht XY. Aber so sieht wiederum auch der Kunde bzw. die Produktionsfirma, ey, unser Azubi, der kann auch was. Klar, ich schaffe mir in dem Sinne meine eigene Konkurrenz. Aber ganz ehrlich, wer so immer denkt, ja, alles sind Konkurrenten, der kommt nicht weit. Und deswegen, kann ich dir den Tipp geben, wenn du jetzt gerade Tonassistent als Beispiel bist, Auszubildender oder sonst irgendwas, und du sagst, du möchtest in dem Bereich weiterkommen, dann geh wirklich zu deinem Kameramann hin und sag auch mal so, ey, darf ich das drehen? Ganz ehrlich, die wenigsten Kameraleute scheuen sich davor, weil sie einfach auch mal sagen so, boah, das Ding den ganzen Tag auf der Schulter tragen, habe ich jetzt auch nicht immer Lust drauf. Der sagt dann auch mal ja. Und zum anderen sind viele von uns, also es gibt viele, klar, die haben Konkurrenzdenken, aber es gibt viele auch von uns, die einfach sagen so, cool, wenn du jemanden hast, der echt gut ist, auch einen Jungen, sei es ein Azubi, sei es ein Praktikant, sei es sonst was. Und ich merke so, Mann, ey, der Junge hat Bock, oder das Mädchen. Ich habe ja eine Auszubildende, das darf man jetzt nicht außen vor lassen. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele Frauen in dem Beruf. Dann lassen wir diese Leute auch ran. Und ich persönlich finde das auch gut. Und deswegen ist wirklich einfach der Tipp, wenn du diese Entwicklung machen möchtest, vom Tonassistent zum Kameramann, einfach Mut haben, einfach nach vorne gehen. Den Kameramann ansprechen, die Produktionsfirma ansprechen, so, ey, ich möchte. Weil manchmal gibt es auch den Zufall. Ich habe es bei einer Produktionsfirma, mit der ich ja jetzt mittlerweile nicht mehr so oft arbeite, ganz einfach aus dem Hintergrund, dass sie sich mit der Zeit jetzt 2 bis 3 eigene Kameraleute ausgebildet haben und ich sozusagen immer das Backup bin, wenn mal was passiert oder wenn sie einfach keine Zeit haben. Aber da war der Zufall einfach so, dass der Kameramann, der dort immer für die gedreht hat, ist ausgewandert. Und er hatte mit einem Kollegen fast zeitgleich angefangen. Ich glaube, er war ein Jahr voraus in seiner Ausbildung. Dann hat die Produktionsfirma sich geteilt. Der Auszubildende ging damals mit, war gerade fertig, ist dadurch automatisch der Kameramann geworden. Und der zweite Auszubildende war immer der Tonassistent. So, und dann ist dieser Kameramann ausgewandert. Und dadurch hatte der Kerl die Chance gehabt, jetzt der Hauptkameramann zu werden. Und ich habe mich auch ganz viel mit ihm und mit den anderen unterhalten. Das war natürlich für ihn ein Sprung ins kalte Wasser. Aber dadurch ist er so dermaßen gewachsen und ist heute wirklich ein super toller Kameramann, den ich echt sehr, sehr schätze. Ich habe ihn auch damals schon als Tonassistent sehr geschätzt. A für seine Art, B für seine Kreativität. Und das war auch der Punkt. Er hat den Mut gehabt, das trotzdem zu machen und hat heute die Position. Also von dem her kann ich euch immer nur den Tipp geben, wenn ihr weiterkommen wollt. A, fragen. Es kostet nichts. Es kann sein, dass ihr damit mal auf die Fresse fliegt, dass einer sagt, nö, mache ich nicht. B, den Mut dazu haben, weil ganz ehrlich, ihr macht am Anfang Fehler. Und ihr müsst für alles, was ihr falsch macht, müsst ihr gerade stehen. Aber das ist auch das, was ja, was eigentlich die Entwicklung ausmacht. Denn niemand ist perfekt geboren. Du hast heute mit der Zeit, jetzt nach fast 10 Jahren, wie ich den Beruf mache, hast du natürlich so, ich nenne es mal ein Repertoire. Ich habe so ein Repertoire, wenn es jetzt um Reportagen oder TV-Beiträge geht, was ich sozusagen abspiele. Und dieses Repertoire habe ich natürlich auch erst über die Jahre gelernt, auch durch die Erfahrung, was machen andere Kameraleute, auf was liegen die Produktionsfirmen wert und so weiter und so weiter. Und so habe ich mir das erst geschaffen und habe dabei natürlich auch meine Fehler gemacht, habe in Anführungszeichen dann auch oft das Glück gehabt, dass A, diese Fehler manchmal nicht so weltbewegend waren, sondern dass es Kleinigkeiten waren, die mir die Leute dann aufs Brot geschmiert haben.
Aber dieses auf Brot schmieren bringt dich auch nur weiter. Und ich mache bis heute noch Fehler, keine Frage. Ich bin nie fehlerfrei. Mir passieren auch mal Sachen, wo ich manchmal denke so, Alter, du bist doch kein Anfänger mehr. Aber das passiert einfach. Und vor diesen Fehlern darf man keine Angst haben. Denn du lernst nur und du wächst nur durch diese Fehler. Und deswegen, wenn du wirklich vom Tonassistent zum Kameramann werden möchtest, geh auf diese Fehler ein. Hab den Mut, mach es einfach. Und dann kann nichts schief gehen. Also von dem her, ich hoffe, ich habe damit die Frage einigermaßen beantwortet. Und ja, in dem Sinne, das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, beziehungsweise abonniert gerne den Kanal. Wenn ihr Fragen zu ähnlichen Themen habt, immer hier unten in die Kommentare rein. Ich probiere so oft es geht, ein Video darüber zu machen. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Tage meinen Urlaub genießen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Bis dann!